Und du hast gesagt, warum habe ich dir diese Bilder erzählt? Ja. Warum? Das war hier und jetzt da. Und dieses hier und jetzt, glaube ich, ist auch, um jetzt wieder was zu sagen, glaube ich, ist auch eine ganz wesentliche Forderung dieser, was man unter Jugendkultur immer journalistisch versteht, dass hier Leute sagen, ich möchte das hier und jetzt sofort haben. We want the world and we want it now. Ne? Und das war jetzt mal hier, diese Bilder, die habe ich erzählt. Ne? Schön wäre es gewesen, haben wir auch getan, ne? Dass jeder das gesagt hat, was hier und jetzt da ist. Ne? Wenn sich das fortsetzen ließe, einer steht irgendwo in seinem Betrieb und in der Schule so und sagt, was ihm hier und jetzt wichtig ist, dann käme man ja schon weiter. Ne? Das heißt, das ist ein Wert, dieses Hier und Jetzt ist ein Wert. Ja, man das hier aber sagt, was dazu gehört einmal, dass einer aufsteht und sagt, was er sich denkt? Ja. Ein Batzen Mut. Dazu, ne, das war keine mutige Entscheidung von uns, dass wir jetzt gesagt haben, ja, dass du gesagt hast, was du da denkst, dazu braucht man keinen Mut. Weil hier sitzen an und für sich Leute, die zusammengekommen sind, um zu reden. Aber wenn sie jetzt dann auf die Straßen stellt und auf einmal anfängt zu reden, sehr viele sollen das tun. Ohne irgendwen, mit dem er vorher anspricht. Wenn ich auf der Straße laufe, ich quatsche fast jeden an. Wenn ich im Auto fahre, dann rufe ich raus, ey, hallo, was ist denn los, ey? Und dann guckt er weg. Alle Leute gucken weg. Also weg. Wenn, und sagen, wenn du bin dann vorhin gesagt hast, du wirst hier eh nichts Bestimmtes, war das nur aus dem Moment heraus, hier und jetzt zu verstehen, nicht allgemein. Ja, also du solltest nicht das dein Statement von diesem Club 2 mit nach Hause nehmen, dass du nicht irgendwas erreichen willst. Das hat nur für das vorige Hier und Jetzt gegolten. Das sagt, du sitzt jetzt da und willst eigentlich nichts Bestimmtes und das ist nicht angenehm und das genügt. Oder auch ganz allgemein. Jetzt erst, aber auch das... Nein, ist mir nicht ganz klar geworden. Ja, aber auch das wäre eine Demonstration, die wir liefern könnten, ne? dass man, wenn man zusammensitzt, wie zum Beispiel in einem Club 2, dass man hier nicht nur sitzt als ein Meinungsproduzent, als eine Meinungsmaschine, der sagt, der über irgendwelche Sachen theoretisch redet, und Sonne. Aber trotzdem hier da ist und auch Empfindungen hat, nicht? Indem man das hier demonstriert. Also du meinst, wir sind nicht dazu da, oder stehen nicht unter dem Leistungsdruck, bestimmte Erwartungen, die man üblicherweise in einem Club 2 setzt, zu erfüllen? Ja, ich meine, wir verkörpern unser Thema. Statt darüber zu reden, als Meinung, verkörpern wir das Thema. Na, ich finde, es ist doch ganz gut, wenn man sich mal den Peace und den Frieden nimmt und einfach mal sich downsacken lässt und nicht überlegt, die Zuschauer am Fernsehapparat haben jetzt schon alle ausgeschaltet, sondern man überlegt, worüber haben wir gerade gesprochen, seinen Traum, bla bla. Kein Traum. Seine Geschichte, prosaische. Und einfach das mal so rollen lässt, wie es kommt und erzählt mal in Ruhe. Ja, aber ich glaube, der Sinn einer Diskussion, einer solchen Diskussion ist an und für sich, dass man einer ziemlich breiten Masse, via Fernsehen, eine gewisse Meinung kundtun will. Das heißt, wenn ich daherkomme, dann komme ich mit der Zielsetzung her, Leuten etwas mitzuteilen, um es einmal so zu nennen. Das heißt, es setzen sich da Leute zusammen, die haben verschiedene Meinungen. Und jeder ist, zumindest bin das ich, bestrebt, meine Meinung kundzutun und Leuten damit was zu sagen, was du zum Beispiel machst mit Konzerten. Ja, es geht ja um eine Diskussion an und für sich. Der Christian hat schon seine Meinung kundgetan, nämlich die, dass es nicht unter allen Umständen und immer in so einer Sendung notwendig ist, was zu sagen, was eine ganz bestimmte Meinung oder Sentenz wäre. Das hat er ja gesagt. Das ist natürlich auch eine Meinung. Ja, der Punkt du hast ist es ja demonstriert. Ne? Meinungen kommen vom Kopf. Du bist aber auch, du hast auch noch einen Bauch, nicht? Du hast auch noch da was. Wie heißt das? Stomach. Zwerchfell. Ja, gut. Und du hast auch noch Füße und du hast einen Körper, nicht? Du hast da vielleicht im Magen spielt sich was ab. Nicht? Warum soll man das vorenthalten, wenn man eine Sprache dafür findet? Und ja. Er sagte vorhin mit Woman Sex, das ist sowas Uninteressantes und das interessiert doch gar nicht. Wie lange wird das schon lang? Wie lange wird das denn? Mich langweilt das gar nicht, wenn ich 5 Orgasmen am Tag habe. Und wenn du gar keinen mehr hast und ich habe 7, dann langweilt mich das überhaupt nicht. Dich langweilt das, aber mich doch nicht. Seit 25 Jahren das Gejeire der Damen. Das Gejeire? Der Dame, halt mal, du Saftsack, depperter Mensch. Mit Vergnügen. Wenn ich krank sein würde, dann ich sag gerade, ich versuche noch einmal, versuche ich ihm zu sagen, verstehst du, wie wichtig das ist mit Frauenorgasmus. Ja, für die Frauen, nicht für mich. Nein, und da bist du nicht mal schwul. Und wenn ich das Thema Homosexualität anspreche, dann fängst du auch nicht an, was einzuhaken. Ja, was ist deine Interessenz? Wie tot bist du denn eigentlich? Jetzt im Augenblick bleibst du dann ganz alleine?
Wie viel Geld kriegst du denn für die Sendung? Bleib ganz alleine. Ich hoffe sehr viel, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich nichts. Gut. Und vielleicht wirst du, wenn du später gestorben bist, in der Hölle umherlaufen und immer einen Kreis laufen und du weißt nicht mehr, wer du bist. Und du weißt nicht mehr, wer du bist. Das wird die Hölle sein dann. Ne? Ich kann nicht in die Hölle. Ich bin da schon in der Hölle. Wieso bist du schon in der Hölle? Ich versuche doch da gerade rauszukommen, indem ich von Women Sex erzähle, indem ich erzähle, dass die Frauenorgasmus so wichtig sind, dass die Frauen sich anfassen müssen. Nämlich da, in front of is the point of Women Sex. Und wenn die Frauen mit den Boys schlafen, dann müssen sie sich hier anfassen. Man kann sehr schön so finden, sagt man. Man kann auch schön so machen, man kann auch schön so. Man muss immer darauf achten, dass die Frau ihre eigene Hand dort hat. Man kann es gut so machen. So, du kannst gut anfangen. Da muss jeder darauf achten. Sonst ist es scheiße, sonst ist es eine Lüge. Und dann ist es die Hölle. Und dann, wenn das Leben schon die Hölle ist, dann wird die Hölle erst recht die Hölle sein. Glaub mir. Bob Dylan, I didn't have any songs over that, did he? I don't know, I'm no thing. I thought you were the Dylan specialist. Ach, ich hab jetzt viele Songs und ich hab auch noch ganz viele Songs in der Show. Ja. Ja, das ist. Den kenn ich. Warum soll immer sie singen? Warum kannst du nicht auch singen? Kennst du von Janis Joplin Move Over? Nein. Bei mir rennen die Leute Let's take, Sag mal, Woman's Woman. Du, Nina, akzeptierst du das eigentlich, dass du hier ständig singst? Was ist, soll nicht jemand anderes singen? Wie ja, ich hab doch gerade gefragt. Du hörst ja Why don't you sing? You make it after the You made it on the street, why not? There's a guitar, there's a microphone, make it. But your own song, not Bob Dylan's, because everybody's got Bob Dylan. Fuck Bill. Ja, he's 15 years old. Was, yeah? Okay. Dead Ferdinand, sing du mal was. No, I've sung too many songs already. Okay. Wir könnten ein Lied von Janis Joplin singen, weil Janis Joplin war doch in den 60s. Und sie ist doch krepiert. Sie ist, ja. Janis was innocent from the beginning to the end. Wir könnten ja Move Over von Janis Joplin sagen. You say that it's over, baby. Hol doch mal die Gitarre. Wollen wir? You say that it's over now. Okay. But still you hang around, but come on now. Moment. Baby, ja, das move dort das Mikrofon besser ist, aber wir können da. Wir können ja mit Gitarre sitzen. Ja, wir spielen doch. Wir unterhaltet euch doch zwischendurch noch, bis wir an der Gitarre sind. Ist okay. Schönes Lied. Das kommt als drittes. Aber du kannst gerne noch was singen. Ich weiß nicht, ob das mit dieser Gitarre geht. Ja, das ist aber nicht das Ganze. Vielleicht sollten wir alle singen. Zusammen. Du musst das die letzten Zuhörer anschalten. And I shut on it. Let's do the split. And I shut on it. Das ist auch von Janis. Sollen wir noch eins singen? Ja, bitte. Okay.
Mir ist das jetzt zu viel und ich hab genug. Die Mädchen sind die sexy Sadies, sie sind die Mutter für den Staub und Katzen haben Scharfkrallen. Ich wasch nicht deine Käsesocken, Hosen, T-Shirts, fass mich nie an, verzicht auf deine Packen, Locken, Gonokocken. Ich schenk dir keine Kinder zum Zeitvertreib. Gib mir lieber Puderkamm und Lippenstift. Da geh ich mit Frau Holle auf den Strich. Kurz gesagt, du bist einfach widerlich. Disgusting! Bin ich deine Fake-Maschine? Spritz, spritz, das ist ein Witz. Oh, Scheiße, wir müssen ordnen. Ciao, ciao, du alte Sau, du alte. Get it. Freund ist hier. Get it. Ja, das war der Club 2. Vielen Dank für das Singen, vielen Dank für das Gespräch. Und ja, zwei Lieder haben wir noch gehört zum Schluss. Ich glaube, damit werden wir uns verabschieden. Ja, bitte seid nicht so depressiv. Ich glaube, es wird alles ganz gut.